Das Rütteln am Zaun von Heiligendamm, die Besetzung der Zufahrtsstraßen zum G8-Gipfel 2007, das war vielleicht der letzte wirklich große Sieg der Globalisierungskritiker von Attac. Vor der Weltwirtschaftskrise waren die Forderungen nach strengeren Regeln für die Finanzmärkte und nach einer Börsenumsatzsteuer noch radikal. Heute hat das Netzwerk mehr als 20.000 Mitglieder und die Ziele sind gesellschaftsfähig. Zum 10-jährigen Jubiläum hat Attac in Berlin zu einer ziemlich unspektakulären Pressekonferenz geladen. Dort klang vieles fast wie ein Nachruf auf ein Bündnis, das schon alles erreicht hat. Unser größter Erfolg besteht darin, dass wir die Debattenlage in der Bundesrepublik über Globalisierung und über die Rolle der Finanzmärkte zu einem sehr frühen Zeitpunkt beeinflussen wollten und dies erfolgreich getan haben, wobei sicherlich natürlich mit der Krise ein Durchbruch gelungen ist und unsere Positionen heute mehrheitsfähig oder Mainstream sind. Warum verdammt seid ihr nicht aufgewacht, bevor die Kugeln trafen? Ich bin nach Genua gefahren und ich wusste, da wird einer abgeknallt. Es war völlig klar so. Jetzt denken wir an euer scheiß Europa in der Nacht. Im Juli 2007 erlebte die globalisierungskritische Bewegung ihren ersten Höhepunkt. Zu den Protesten gegen den Weltwirtschaftsgipfel in Genua waren auch tausende Demonstranten aus Deutschland angereist. Ja, ich glaube so, ich will halt als Tanzbär ein bisschen einheizen. In Genua wurde deutlich, dass unsere Kritik keine Angelegenheit von irgendwelchen linken Spinnern ist, sondern dass das eine doch internationale Entwicklung ist. Und neu war vor allem das, dass die Medien, die ja bis dahin auch weitgehend unisono das Lied vom Neoliberalismus gesungen haben, in Frankreich sprach man von Pensée unique, Einheitsdenken, dass dort eine entscheidende Wende war und auch medial unsere Kritik zum ersten Mal zum Durchbruch gekommen ist. Inzwischen ist aus dem Netzwerk Attac eine Organisation mit 1,3 Millionen Euro Umsatz im Jahr und 17 festangestellten Mitarbeitern geworden. Parteifunktionäre dürfen mitmachen. Es gibt sogar so etwas wie einen Vorstand. Feste Strukturen, die beim lebendigen Protest angeblich nicht stören. Ich finde, wir sind immer noch ziemlich cool und ziemlich gut, was basisdemokratische Aktivitäten angeht. Attac ist immer noch ziemlich bunt und viele Initiativen entstehen immer neu. Trotzdem gibt es schon auch das andere, dass etliche Leute zum Beispiel uns ihr Vertrauen aussprechen und sagen, ich werde Mitglied und ich zahle meinen Mitgliedsbeitrag, aber die kommen nicht zu jedem Treffen und erwarten dann von Attac so ein bisschen, wie sie von Greenpeace erwarten, gute Aktion. 10 Jahre nach der Gründung ist das Bündnis alles andere als radikal. Die etablierten Parteien erheben zum Teil dieselben Forderungen wie Attac. Nun könnte es sogar eine Zusammenarbeit mit CDU oder FDP geben. Mit der FDP, da machen wir uns wenig Hoffnung, obwohl wir mit einigen Liberalen auf der Straße waren gegen die Vorratsdatenspeicherung. Da gibt es ja auch einen Zweig von Liberalen in der FDP, die durchaus da Bürgerinnenrechte großschreiben, was wir auch tun. Und wir haben auch in etlichen Orten, gerade lokal, in der Situation, in der Kommunen so brutal ausgeblutet werden, da sind dann auch CDU-Bürgermeister an manchen Punkten mit ihrer Kritik ähnlich hart wie wir, weil das, was im Moment da läuft, auch nicht akzeptabel ist. Trotz der Ankunft in der Mitte der Gesellschaft ist Attac noch nicht am Ziel. Viele Forderungen seien zwar von der Politik übernommen, heißt es, die Umsetzung lasse jedoch auf sich warten.